Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Beim letzten Mal sind wir endlich wieder in Richtung Stadt gegangen und ich wollte eigentlich die Lederbeutel öffnen und habe dann gemerkt, Moment, ich habe doch gar keine Zeit mehr in der Folge. Ich wollte die eigentlich schon beenden, nachdem ich Erol begegnet bin und habe das dann aus irgendeinem Grund vollkommen vergessen. Weil ich die Motorrads unbedingt noch töten wollte und weil ich so im Redeschwall bin. Und wenn ich einmal im Redeschwall bin, dann vergesse ich viel. So. Und das hier ist ja die letzte Folge, bevor es dann schließlich endlich daran geht, sich zu entscheiden, wie wir nun skillen wollen vor allem. Weil das ist ja vor allem wichtig. Und wenn wir jetzt in die Stadt kommen, werde ich als erstes mal Daron aufsuchen. Weil der kann mir noch ein bisschen... Der kann mir noch ein bisschen Lebensenergie geben. Und das brauche ich ganz dringend, diese Lebensenergie. Hier haben wir noch Dunkelpilze, Butlerfleisch. Ach ja, stimmt, da sind wir ja damals mit Laris lang gegangen. Da habe ich ja noch gesagt, hier, die sammle ich noch ein und das mache ich jetzt auch. Gut, gut, gut. In die ganzen Wälder, oh, ich weiß nicht. Eigentlich müsste man ja noch eine Rundreise durch die ganzen Wälder machen, um zu leveln. Aber ich finde, es ist so schon teilweise ein bisschen zu viel mit Monsterjagen in Gothic 2. Da muss ich nicht auch noch jeden einzelnen verflixten Wald durchgehen. Ah, hier war der Kronstöckel. Ich wusste da, hier an der Stelle war auch irgendwo ein Kronstöckel. Aber trotzdem wundert es mich noch, auf dem einen Plateau meine ich auch einen Kronstöckel in der Erinnerung zu haben. Hm, seltsam. Kommt vielleicht noch. Vielleicht wird er erst in einem späteren Kapitel gespawnt. Ich weiß das doch nicht. Obwohl Kronstöckel wurden eigentlich nie in späteren Kapiteln erst gespawnt. Auf jeden Fall, Kronstöckel sind äußerst wichtig. Bei meinem ersten Durchlauf Gothic 2, die Nacht des Raben. Weiß ich noch, habe ich die Dinger gegessen. Ernsthaft, ich habe einen Kronstöckel gegessen. Weil ich nicht wusste, was die machen. Hey, hey, nicht so schnell. Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Ach, die Milka ist das, ne? Aus der Stadt? Von einem der, na, eigentlich komme ich von einem der Bauernhöfe. Von einem der Bauernhöfe. Ein Bauer also. Dann solltest du besser nicht alleine über die gefährlichen Feldwege spazieren. Wer weiß, wer dir hier auflauern könnte. Ja, den können wir... Den können wir, wie gesagt, bezahlen. Dann hilft er uns, wenn wir Probleme mit Monstern haben. Mein Gott, ne? Mein Gott. So, Daron, als erstes will ich mal zu dir. Und zwar, wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Nein, sag bloß. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Sag bloß. Ich muss mit den Paladinen sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Tja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Und natürlich uns Feuermagier. Wer hätte gedacht, dass ihr da rein dürft? Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Ja, super. Doch, vielleicht. Bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Ja, ja, labert du mal nur. Erzähl dein, du sollst mir jetzt nicht mehr von Innos erzählen, du sollst mir auch nicht mehr über das Kloster. Ich möchte spenden. Ich möchte spenden. 50 Gold wieder. Ich segne dich. Ja, ja, das kennen wir ja alles schon. Ich möchte spenden. Ich segne dich. Spenden. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich sehe. Und es wird noch viel schlimmer. Ich sehe. Ach, wie viel ist denn das noch? Insgesamt kann man 1000 Gold spenden. Das ist gerade richtig spannend. Segne, ne? Dich Lernpunkt. Im Namen Innos. Stimmt, das war. Da kann man zwischendurch ja einen Lernpunkt, ne? Ich mehr Lebensenergie. Ich mehr Lebensenergie. Ich möchte. Ich mehr Lebensenergie. Ich möchte. Mehr Lebensenergie. Die ist wirklich wichtig, die Lebensenergie. Da halten wir nämlich wesentlich mehr jetzt bald aus. Du hast mir jetzt insgesamt über 1000 Goldstücke gespendet. Der Segen des Herrn Innos ist allerzeit bei dir. Man kann immer nur bis 1000 Goldstücke spenden, egal ob man 100, 200, 300 oder 100, 200 oder 50 spendet. Deswegen ist das mit 50 am sinnvollsten. Und jetzt haben wir Lebensenergie. 185 Lebensenergie immerhin. Damit halten wir doch hoffentlich schon mal ein bisschen mehr aus. Als nächstes, was ich auf jeden Fall... Ich überlege gerade, soll ich das jetzt schon lernen?
Bartok, du kannst mir doch Schleichen beibringen. Lassen wir erstmal. Brauchen wir momentan noch gar nicht, weil ohne Schlösser knacken bringt uns eigentlich Schleichen auch nicht viel. Aber ich wollte mit dem anderen Typen nochmal reden. Der hatte doch damals noch einen Job für uns. Der gute Waldram. Der auch beim Ring des Wassers ja ist. Soll ich mich denn Hast du einen Job für mich? Nein, ich habe schon einen Boten. Probier's doch mal bei den anderen Händlern. Ach so, ja, genau. Der Bote. Damit können wir auch noch eine Kleinigkeit machen. Machen wir später. Mache ich am Ende der Folge. Sag ich mal, damit wir das auch am Ende der Folge haben. Haben wir irgendeine besonders... Wir haben eine zerkratzte silberne Schale. Eine goldene Schale. Nee. Ich dachte, wir hätten vielleicht irgendeine besondere Schale, die wir jemandem zurückgeben müssten, weil ich weiß noch, dass jemanden... Also hier aus der Taverne wurde ja einmal was gestohlen. Der hatte ja gesagt, dass ihm mal was gestohlen wurde. Und der Typ in der Hafenkneipe nicht, sondern der Typ im Puff unten, dem wurde ja auch mal was gestohlen. Deswegen überlege ich gerade. Aber der hieß ja Promo unten. Da weiß ich auch, wo es das gibt, da waren wir noch nicht. So, und jetzt möchte ich mal kurz hier hinter ins Hafenviertel nochmal. Eigentlich, nee, Moment. Falsch, hier rum. Dass die Frauen richtige Waffen umhaben, ist auch irgendwie seltsam, ne? Bürger, ich suche sie da. Edda. Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Gerne doch. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Na gut. Hier bitte. Fisch. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Kannst du mir eine Suppe kochen? Heute nicht mehr. Komm morgen wieder. Na gut. Ja, die Suppe bringt ein bisschen mehr Lebensenergie zurück. Tschüss mit dem Fisch. So. Was machen wir denn noch in der Folge? Was haben wir denn hier noch zu tun eigentlich? Muss ich mal kurz ins Questlog gucken. Was hatten wir denn hier noch zu tun? Respekt der Söldner. Der Hungrige. Der hat das alles. Söldner. Lucia. Banditen in Jakes Leuchtturm können wir vergessen. Informationen für Gavel geht noch nicht. Bosbos Bogen können wir auch noch nicht machen. Weg ins obere Viertel könnten wir machen. Da ich auch noch nicht weiß, welchen Beruf wir machen wollen, geht das auch noch nicht. Genauso wie Lehrling. Pflanzen für Konstantino weiß ich noch nicht. Will ich eigentlich eher nicht machen. Promos goldene Schale, die vermissen. Zugang zum Innos-Kloster. Aufnahme bei der Miliz. Banditenüberfälle. Falle, genau. Joe. Vermisste Leute. Haben gar nicht mehr so viel, oder? Lobards Arbeiterkleidung. Ist das eine Quest? Aha, okay. Könnte man ja mal später abschließen, wenn ich zu viel Gold habe. Was machen wir denn dann jetzt noch? Wir haben ja gar nicht mehr so viel zu tun hier. Können wir uns noch mit irgendjemandem prügeln? Was können wir denn dann noch machen, Laris? Problem ist halt, ich weiß nicht, was ich skillen will, sonst könnten wir jetzt noch was machen. Wo waren wir denn? Waren wir vielleicht an einer Stelle noch nicht, wo ich mir noch was abholen könnte? Ich überlege gerade. Mit dem Schmied können wir noch nichts machen. Jetzt bin ich gerade wirklich ein bisschen ratlos, was ich machen soll. Vatras hat auch nichts weiter für uns. Der hilft uns dann noch bei einer Gilde. Dass man hier nicht hochklettern kann übrigens. Schade, ne? Aber gut, das sind nur Blätter. Haben wir nichts weiter zu tun? Ich dachte, wir hätten ja noch so viel zu tun in der Stadt. Zuris, Baltram. Ja gut, ne? Also es gäbe noch was zu tun, aber die Sache will ich jetzt noch ganz bestimmt nicht machen. Das will ich erst später machen. Jetzt laufe ich hier schon wieder lang. Ist da was? Dann machen wir Folgendes jetzt.
Obwohl, das können wir auch noch nicht so richtig machen. Dazu muss ich eigentlich auch erst geskillt sein, sonst kann ich das vergessen. Ach, ist doch blöd. Da ich das gerade sehe, dann klettere ich jetzt über die Dächer der Stadt. Ja, okay, dann wird das wahrscheinlich eine kürzere Folge. Ich werde jetzt nochmal kurz über die Dächer der Stadt klettern. Und dann am Ende noch was machen von der Folge. Werdet es dann sehen. Was vorbereiten für eine Quest, sag ich mal bloß. So, über die Dächer der Stadt. Da ist ein Lederbeutel. So, dann hatte ich hier noch was gesehen. Einmal Honig. Ich glaube, hier liegen auch irgendwo Sprüche. Und jetzt mal ernsthaft, wer hat das hier hingelegt? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ehrlich, ich habe selbst erlebt. Nichts. Nichts weiter. Ich glaube, die Spruchrolle hatte ich schon gefunden, oder? Bin mir gerade unsicher. Ja, gut, hier ist nichts mehr. Dann werde ich jetzt noch in der Folge... Es bringt ja jetzt nichts, die Folge künstlich in die Länge zu ziehen. Wie gesagt, die meisten Quests können wir leider erst machen, wenn wir ein bisschen geskillt sind. Beziehungsweise will ich erst machen. Ich könnte sie wahrscheinlich auch ungeskillt irgendwie machen, aber... Nee. Das ist mir dann doch zu nervig. Deswegen werde ich jetzt mal noch eine andere Quest vorbereiten. Und zwar gehen wir dafür. Wurde uns ja gesagt, wir sollen doch mal Cardiff nach einem Job fragen. Ich brauche Informationen. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Ja, das hatten wir ja schon. Nee, das war nichts, was ich wollte, aber ich will hier nach der speziellen Arbeit fragen. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Rechts ist niemand, links ist niemand. Sprich mal mit Nagur, vielleicht kann er dir weiterhelfen. Genau, und jetzt hast du noch was Spezielles für mich? Hast du noch was Spezielles für mich? Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talenten bist. Na dann erzähl mal. Was hast du für mich? Nun, Zuris, der Trankhändler am Marktplatz, beherbergt zurzeit den Feuermagier Daron als Gast. Und? Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, dem Tischler, anfertigen lassen. Angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Ja, wer hätte gedacht, dass ein Feuermagier wertvollen Kram hat? Na gut. Diese Information muss man sich holen, sonst kann man mit dem Nagur nicht reden. Aber jetzt können wir nämlich mit dem reden. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Also, du suchst also einen speziellen Job, okay. Aber es läuft nach meinen Regeln, verstanden? Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das Drittel nicht gefällt, bloß? Dann gibt's auch keinen Job. Ein Drittel, halbe, komm schon. Wir arbeiten zusammen, also machen wir auch halbe. Oh, bitte. Okay, ich habe mir gedacht, ich probier's einfach mal. Natürlich teilen wir unseren Gewinn direkt. Oh, gut. Oh. Glück gehabt, gut. Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Argils Hof versorgt. Das haben wir ja schon gehört. Das heißt, von ihm. Er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen und das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Argil abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen. Und versuch bloß nicht, den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Ja, das sollte klar sein. Wie hoch wird der Gewinn sein? Kann ich nicht genau sagen, aber ich schätze mal 400 Goldstücke. Also 200 für jeden. Wo ist Akils Hof? Verlasse die Stadt durch das östliche Tor, das direkt am Marktplatz ist. Wenn du dem Weg nach rechts folgst, kommst du bald an ein paar Stufen, die in den Stein gehauen sind. Geh dort hinauf und du kommst zu Akils Hof. Ja, diese Schreibungen immer. Hauptsache, man hat's mal gefunden. Wann soll ich mit Baltram reden? Du kannst sofort losgehen. Er sollte inzwischen wissen, dass sein Bote nicht mehr auftauchen wird. Oh, wie er lacht, ne? Ja, okay. Wo finde ich Baltram? Warum habe ich das überhaupt gefragt? Er hat seinen Stand am Marktplatz. Gut, okay.
Alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. Genau, so, wir haben jetzt an der Stelle zwei Möglichkeiten wieder. Also, Möglichkeit 1, wir machen das so, wie Nagur gesagt hat, heißt, wir bieten uns als Bote für Baltram an. Und holen uns dann die Waren, bringen sie zu Nagur, der verkauft sie und wir bekommen dafür wahrscheinlich so 200 Gold, so wie er es gesagt hat. Nachteil ist, ich glaube, dass dann Baltram ein bisschen sauer auf uns ist, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlimm. Ich glaube, das geht. Bin mir aber gerade nicht sicher, was der dann macht genau nochmal, der Baltram. Aber auf jeden Fall sollte das irgendwie machbar sein, das wieder gut zu kriegen. Die andere Möglichkeit ist, wir verpetzen Nagur bei der Stadtwache, buchten ihn dafür ein und erledigen den Job für Baltram ganz normal. So, und an der Stelle könnt ihr euch entscheiden, wie wir das machen wollen. Also ihr könnt jetzt entscheiden, sind wir für Baltram oder für Nagur. Und vergesst nicht, euch zu entscheiden, welcher Gilde wir uns anschließen sollen, weil das ist in der nächsten Folge dann. Wird das in der nächsten Folge dementsprechend gemacht. Also, bis dahin. Ciao.